Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, in der letzten Folge haben wir den komischen Wasserbüffel da erledigt. Den Donnerwasserbüffel. Und wir haben in der Zwischensequenz gesehen, dass hier irgendwelche komischen Leute hier auf dem Weg sind. Ich bin gespannt, was mit denen auf sich hat. Das werden wir dann aber bestimmt bald noch herausfinden. Und jetzt würde ich sagen, ab zum 13. Koloss. Dann schauen wir mal, was es bei dem erwartet. So, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr allein jetzt hier in der Welt. Schauen wir doch mal, ob uns die noch in die Quere kommen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich kann mich ja fast gar nichts mehr erinnern von dem Spiel. Also an die ersten paar Kolosse, die wusste ich noch, aber jetzt mittlerweile kommen die alle ein bisschen neu vor irgendwie. Warte mal, wir schon mal schauen. Ah, ich glaube, das ist von den Kolossen, die. Die Richtung oder die? Das zeigt genau mittig hin. Wie geht man da lang? Hier müssen wir schon auf dem richtigen Weg sein. Also sind wir nicht schon mal durchgelatscht? Ich glaube schon. Ich kann mich aber nirgendwo festhalten. Mit der Runterspringen bin ich tot wahrscheinlich. Hier will ich komplett falsch sein, ich weiß es jetzt schon. Vielleicht doch nicht gesehen. So, wir gehen da links hoch mal. Wenn es denn geht, ich glaube eher nicht. Ne, schaut nicht so aus. Zeigt mir komplett in die Richtung, genau in die falsche Richtung. Eieiei. Okay, hier ist unser Viertel.
pfeifen einfach mal. Vielleicht kommt es ja dann irgendwie. Findet es irgendwie einen Weg oder so. Das ist auch schon. Ich glaube, jetzt kommt ja auch der komische Flugdrachen. Nein. Der, glaube ich, war auch ein bisschen tricky. Der war tricky. Ja, das ist er. Das ist er. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen müsste. Muss man, glaube ich, irgendwie auf die Säcke da schießen? Dass er runterkommt. Da bin ich irgendwie auf die Flügel rauf. Ei, kommst du her?
schauen, wo die anderen Dinger waren. Ach, mach ich denn? Ob wir. Schauen wir, was rausgeschossen kommt. Ah, da ist er schon. Okay. Nein! What the fuck? Ich warte, bis er den scheiß Flügel hochnimmt. Okay, wir gehen gleich mal hier rum. Müssen wir dann gleich frontal erwischen. Mal runter deine Flügelchen, komm. Warten wir aber ein bisschen ab, bis er die Flügel hochstellt. Okay. So, dann schauen wir.
wir mal, ob wir hier hinten was haben. Was haben wir noch einen oder was? Alpha Beach. Soll denn der letzte sein? Ganz hinten auf dem Schwanz oder was? Aber hier hinten ist er nichts mehr. Der muss ganz vorne am Kopf sein. Muss ganz vorne am Kopf der letzte sein. Okay. Dann letzter Durchgang. Viel hat er nicht mehr. Die alte Schlingel der. Muss gucken, wo er wieder rauskommt. Hier rum, vielleicht kann ich gleich frontal erwischen. Oh, die Kamera. Er müsste jetzt eigentlich ganz vorne sein. Okay, hier ist nichts. Das haben wir schon. Hä, wo ist denn der letzte? Irgendwo einen übersehen? Hier sein, ja, hier sein. Okay. Ja, ein Schlag noch. Zeichen im Sturm.
Felsenwächter. Sehr schön, Leute. Der ging doch mal richtig nice, muss ich sagen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Koloss. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, reingehauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.